Wir werfen jetzt einen Blick in unseren Sammlungsbereich zeitgenössischer Keramik. Den bauen wir im Bögel maßgeblich über den Walter Gebauer Keramikpreis auf. Der Keramikpreis und die Wettbewerbsausstellung finden immer zum Töpfermarkt in Bögel statt und werden von uns, der Stadt Bögel und der Atregio, der Sparkassenkulturstiftung, getragen. Ankäufe können wir dann mit Unterstützung der Staatskanzlei, aber auch andere Sponsoren tätigen. Ich habe hier jetzt den ersten ausgeschriebenen Preis, der war 1995 unter dem Motto die Tasse, und das waren damals die Preisträger. Wir haben hier eine Steinzeugtasse von Ute Deist aus Mecklenburg, dann von Annette Möbius aus Jena, für sie ganz typisch mit diesem kleinen unglasierten Bereich in Schwarz und Braun, und eine Fayence von Telschel Neubert mit der typischen weißen Grundglasur, auf die dann noch gemalt wird, und noch ein Wettbewerbsbeitrag von Jan Liebmann aus Chemnitz.